Hi Freunde, da bin ich wieder, der Tabletop-Troll. Und es gibt ja wieder ein neues Battletome, das Silvernet. Habt ihr vielleicht schon mitgekriegt? Ich habe mich auch optisch angepasst, ne? Baumschrat-Optik, ich bin dabei, so sieht Urlaub aus. Ja, ich habe gedacht, wir gucken einfach mal rein, was der neue Battletome so kann. Wurde mir wieder ganz zügig gesendet. Vielen Dank da an den Taschengeld-Dieb, dass das wieder so schnell und gut geklappt hat. Ich habe mich mal ein bisschen durchgelesen, ich will es aber auch wieder kurz halten, also jetzt nicht in epische Breite, nicht jede Einheit besprechen. Hat vielleicht auch nochmal den Vorteil, ich habe vorher kein Silvernet gespielt, kannte das nur als Gegner quasi und kann jetzt nochmal so ein bisschen befreiter einfach nur ganz neu auf dieses Buch gucken. Wie immer, ganz klassisch mit dem Artwork, da ist viel Storyteil am Anfang drin. Dann, was ich auch immer sehr schön finde, nochmal was zum Thema Bemalung. Ja. Ich nehme das dafür jetzt auch mal zur Hand. Also, ja, es gibt Bemalanleitungen für Holz, für Blätter und so weiter, für verschiedene Sorten oder Farbskalierungen der Rinde. Das ist ganz nett. Halt auch wieder ein paar nette Bilder von fertigen Miniaturen. Wie bemalt man Flügel? Weil es gibt jetzt hier auch nochmal mehr Einheiten mit Flügeln zum Beispiel. Ja, also Story. Immer ganz netter Fluff. Ist in sich immer ganz, ganz charmant, um einzusteigen, so ein bisschen in die Welt oder auch in die Fraktion. Aber ich würde sagen, jetzt lasst uns mal so ein bisschen wirklich in das Buch reingucken, weil das ist ja auch das Regelbuch quasi für dieses Silvernet. Also, wer vorher schon mal mit oder gegen Silvernet gespielt hat, weiß, dass es diese Wälder gibt und dass die Wälder echt, ja, ich sag mal, ein nicht zu verkennender Vorteil war. Und ohne jetzt 100% zu wissen, wie die Regel bei dem alten Wald waren, ich, wie gesagt, kenne sie nur als Gegner, das ist auch schon ein bisschen her, sind die jetzt wirklich, finde ich, eine Bank. Ja? Weil ihr kriegt ja so ein Geländestück, das haben ja ganz viele Fraktionen, kriegt ihr geschenkt. Ja, das heißt, das könnt ihr erstmal irgendwo hinstellen, aufstellen. Hat verschiedene Effekte, kommen wir jetzt gleich drauf. Was ihr aber noch zusätzlich könnt, ihr könnt drei, ich sag mal, neutrale Geländestücke, die nicht in der gegnerischen Aufstellungszone sind, als überwuchert titulieren. Das ist halt kein Wildhain, also kein Baumkreis wie das andere. Sie gelten als überwuchert. Ihr werdet aber überall die gleichen Regeln haben. Ja, also da steht dann häufig entweder ein überwuchertes Geländestück oder ein Wildhain. Also ist es quasi fast genauso. Und das ist natürlich stark, weil dann habt ihr euer gratis Geländestück und drei überwucherte. Also habt ihr schon vier Spots, die ihr da habt. Weil ein Effekt ist zum Beispiel, wenn ihr eine Einheit innerhalb von 9 Zoll habt, um ein solches Geländestück oder um einen Wildhain, kann die Einheit eine Verwundung heilen in der eigenen Heldenphase. Also jede Einheit, die von euch drumherum steht, wo eine Verwundung erlitten wurde, könnt ihr die heilen. Das finde ich jetzt schon mal stark. Das heißt, ihr habt, wenn ihr es gut anstellt, überall auf dem Spielfeld, sagt man, sowas wie kleine Life Pools, wo ihr eure Einheiten ein bisschen buffen könnt wieder oder heilen. Dann könnt ihr die Geländestücke nutzen, um, ich sag mal, Einheiten zu teleportieren. Von einem Wald zum anderen. Ihr müsst nur immer Abstand halten zum Gegner, also 9 Zoll. Und die Einheit muss halt vorher auch innerhalb eines Geländestücks, also überwucherten Geländestücks oder Wildhain stehen. Und was ihr auch machen könnt, und das ist sogar ja, vielleicht mal noch ein größerer Effekt, sag ich mal, ihr könnt auch mit einer Einheit, die im Nahkampf gebunden ist von euch, also mit dem Gegner, könnt in den Wald rein und euch dadurch den Kampf entziehen. Na, auch da gilt wieder dieses 9 Zoll und so weiter. Also muss man in einer gewissen Reichweite um diese Geländestücke sein. Die könnte auch nochmal mit Artefakten bzw. Fähigkeiten, können die Reichweite nochmal verlängert werden. Haben wir später noch ein bisschen was zu. Also wir haben auf jeden Fall schon mal 4 Spots, sag ich mal, wo ihr davon profitiert. Und jetzt können zum Beispiel auch alle Silvernet-Zauberer zusätzlich zu den 2 Standardzaubern können die noch den sogenannten Wachstumssegen. Das ist ein Zauber mit Zauberwert 6 und Reichweite 18 Zoll. Und wenn ihr das geschafft habt, dürft ihr so einen Wildhain aufstellen. Das heißt, ihr könnt jede Runde nochmal einen Wildhain damit generieren, wenn ihr es schafft. Das heißt, nachher ist die ganze Platte voller Wildhaine. Klar, ihr müsst mal gucken, Abstand wahren und so weiter. Das könnte jetzt eher euer Problem werden. Aber wenn ihr eine Platte habt, wo viel Spielraum ist, dann greift er weiter um sich. Also das sind schon mal so Standard. Dann gibt es noch Unterfraktionen, die nennen sich Lichtungen. Und ihr wählt sogar noch vorab eine Jahreszeit aus. Da gibt es so Frühling, Sommer, Herbst.
wenn sie ein bisschen blumiger, ne, Sprießen und Ernte und so weiter. Was auch nochmal einen Effekt gibt, unabhängig von der Fraktion, die ihr nachher wählt. Da habt ihr zum Beispiel das Sprießen, also der Frühling, finde ich ganz schön, wenn ihr innerhalb von 9 Zoll um ein Geländestück seid, also überwuchertes oder Wildhain. Habt ihr gerade gesehen, das ist gut machbar. Kriegt die Einheit einen Retter von 6. Mega. Also wenn ihr es gut hinkriegt und das zum Beispiel nehmt, habt ihr überall Spots, wo ihr euch heilt. Und wenn ihr nah genug dran seid, einen 6er Retter habt. Ja, ihr dürft nur nicht mit der Einheit im selben Zug angegriffen haben und ihr müsst vollständig innerhalb von 9 Zoll sein. Aber ansonsten habt ihr euch einen 6er Retter ergaunert quasi. Oder man kann die Reichweite um 3 Zoll erhöhen, das ist bei der Sommervariante quasi der Fall. Oder was auch ganz spannend ist, die Herbstvariante. Ihr kriegt plus 1 auf Zauberbann und Auflösungswurf in der Heldenphase für einen also wenn ihr einen Zauberer habt, innerhalb von 9 Zoll. Also das sind schon mal noch coole Modifikatoren. Also ihr seht, diese Bäume oder diese Wälder sind wirklich, ich will nicht sagen, ihr Geld wert, aber die bringen es auf jeden Fall. Ja, bei den Generalseigenschaften und Artefakten der Macht, da gibt es ja zwei Varianten. Einmal die Sylvanet-Helden, heißen sie, also das sind die Nicht-Zauberer, und einmal die Zauberer-Helden. Beide haben eigentlich ganz coole Sachen. Ich pick mir mal was raus. Was ich ganz spannend finde bei den Helden als Generalseigenschaft, für den gelten keine Modifikatoren auf Schutzwürfen. Positive wie negative. Das fand ich sehr spannend. Also auch keine positiven Durchdeckungen oder ähnliches greifen. Aber keine negativen Modifikatoren ist schon nicht verkehrt. Bei den Zaubern finde ich ganz spannend, kann man heilen. Und zwar, wenn man einen Zauber schafft, also das ist eine Generalseigenschaft für einen Zauberer. Wenn ihr einen Zauber schafft, könnt ihr eine Einheit bis zu W3 Verwundungen heilen. Das ist ganz schön, weil es ist nämlich kumulativ mit einem anderen Thema, wo ihr auch nochmal heilen könnt, mit einem Zauber selber. Das heißt, ihr könnt tatsächlich sogar über den Zauber, mit dem ihr heilt, und der Generalseigenschaft, mit der ihr heilt, und eventuell noch in der Nähe von einem Wald, mit der Einheiten wieder richtig hochboosten. Ja, also selbst wenn ihr nachher denkt, oh, die sind aber teuer, die Einheiten, vielleicht gerade die großen Bäume, ja, ihr könnt die aber auch gut wieder reaktivieren. Über den Artefakten gibt es zum Beispiel für den General, es gibt 3 Stück jeweils immer, da finde ich das Beste, dass der, wenn er tot ist, auf eine 2+, kommt er wieder mit W3 Leben. Super. Über den Zauberer gucke ich mal gerade, einmal pro Schlacht wieder so ein Wildhain aufstellen. Ne, wir hatten gerade schon einen, dann 3 zusätzlich überwucherte, also habt ihr schon 4. Nehmen wir das nochmal, habt ihr schon 5. Plus Zaubern, ja, wenn ihr da jede Runde einen schafft, also hättet ihr 10 Geländestücke. Das wäre ziemlich heftig. Ja, bei den Magie-Lehren für die Silvanit ganz klar, entweder Heilung eigener Truppen oder Schaden gegnerischer. Das kann man so in die 2 Subkategorien quasi klar definieren. Und da nochmal kombiniert mit der Generalseigenschaft von gerade und den Bäumen, ja, habt ihr zum Beispiel einen Zauber, mit dem ihr W6 heilen könnt. Das ist, denke ich mal, bei den großen Bäumen zum Beispiel interessant. Oder bei Alariel. Oder, was ich auch ganz spannend finde, ein zerstörtes Modell zurückholen. Beziehungsweise, wenn es kleine Einheiten sind, also die Dryaden zum Beispiel, nicht Druiden, das waren die anderen, die Dryaden, dann dürft ihr W3-Modelle zurückholen. Finde ich ganz spannend, wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel diese Kornotjäger, die haben 5 Leben, wenn ihr die schafft, da holt ihr vielleicht ein Modell durch den Zauber zurück, weil ihr den Zauber geschafft habt, könnt ihr bei dem anderen vielleicht W3 Wunden heilen und der ganzen Einheit durch den Waldeffekt nochmal. Also das ist schon stark, da könnt ihr wirklich auch sehr, sehr hartnäckig sein, auch wenn ihr vielleicht wenig Modelle habt, weil die punktemäßig teuer sind. Aber die sind unglaublich, ich sag mal, schwer zu töten, weil die sich wieder reaktivieren. Ja, bei den Lichtungen gibt es 7 Unterfraktionen, da gehen wir jetzt gar nicht auf alle ein. Es ist so ein Klassiker wieder mit bei, wie wenn ihr die und die Unterfraktion wählt, dürft ihr nochmal einen Pre-Game-Move machen, ne? Also bevor das Spiel losgeht, 12 Zoll bewegen. Oder auch mit dem Zauberer nochmal einen Buff. Was ich besonders spannend finde, war hier auch nochmal, wenn ihr die Kernholz nehmt, die Fraktion, so heißt die. Da werden zum einen die Kornortjäger, also die Kerne mit den großen Bögen oder den Sensen und Schwertern, zu Linientruppen. Ja, weil sonst habt ihr immer nur die Dryaden und diese Baumgeister als Linientruppen.
Und mit denen wählt ihr am Anfang des Spiels, also nach der Aufstellung, drei gegnerische Einheiten. Und wenn ihr gegen diese Einheit kämpft, egal mit was, kriegt ihr plus eins auf den Treffer. Das finde ich interessant. Also wenn ihr jetzt Gegner habt und da sind irgendwelche fetten Monster, wo ihr sagt, boah, die muss ich wegkriegen, damit ist das deutlich einfacher. Ja. Also in meinem Kopf baut sich gerade eine Kernholz-Armee mit Kurnortjägern als Linientruppen, einem Zauberer, der dabei steht, der dann überall diese Wäldchen hinmacht und ich kann die immer schön heilen. Klingt gut. Für mich. Aber ich spiele kein Zerrenet. Also ruhig bleiben. Nur als Unterfraktion von meiner Seraphon, wenn das noch geht. Da bin ich ein bisschen kritisch, weil hinten steht ja auch mal bei den ganzen Einheiten, welche Verbündeten sind. Die Seraphon stehen da nicht mit bei. Jetzt weiß ich nicht, ob das vorher so war. Vielleicht kann mir das einer beantworten und unterposten. Ich habe den alten Battleturm nicht. Hoffe aber, dass das so bleibt, weil ich habe jetzt gerade ein paar Silvernet-Einheiten mir aufgebaut als Alliierte von meiner Seraphon. Wäre jetzt schade, wenn das im nächsten Seraphon-Kodex gekippt ist, dann habe ich ein paar Silvernet-Einheiten dazugeben. Ja. Genau, Zauber hatte ich gerade gesagt, finde ich auch echt mächtig. Einmal pro Zug ja, kann man Zauber oder Bannwurf mit 3 bis 6 machen und den niedrigsten ablegen. Stark. Ja, also gute Wahrscheinlichkeit zu bestehen. Auf das Thema Pfade des Ruhms gehe ich nicht so genau ein, ähnlich wie bei 40k Kreuzzugregel. Ich spiele es nicht, kann ich nicht fair und valide zu Auskunft geben. Ja, Bataillonsschriftrollen gibt es auch. Wie gesagt, bin ich in der Regel nicht so ein Riesenfan. Gibt hier 5 verschiedene. Die sind auch teilweise gut zu erreichen. Also eins ist zum Beispiel 3 Einheiten Triaden. Wenn ihr die eh als Linientruppe spielen wollt, habt ihr das quasi fast im Sack. Ja. Was ist der tolle Effekt? Also ist bei allen gleich. Ihr kriegt 2 Wildhaine statt 1 zum Start. Ja. Also ihr seht, es geht immer um diese Bäume, immer um diese Wälder, weil die aber auch einfach verdammt gut sind. Wie alle neuen Battletomes haben die auch eigene strategische Vorhaben und taktische Vorhaben. Die strategischen Vorhaben finde ich sogar ganz interessant, sind 3 verschiedene. Ja, das eine finde ich ein bisschen schwierig, weil da ist die Bedingung, ihr habt das strategische Vorhaben geschafft, wenn ihr 4 der hier genannten taktischen Vorhaben geschafft habt. Da es aber nur 5 Stück gibt, ja, also müsst ihr 4 von 5 schaffen. Und ich finde manche schwierig, weil da ist mit gegnerischen Monster. So, wenn der Gegner keine Monster hat, kann ich dieses Ding nicht schaffen. Das heißt, ich muss auf Biegen und Brechen alle anderen 4 schaffen. Ja. Da sind auch welche ganz nett, also von den taktischen gerade, wo du sagst, das schaffst du. Hier, ne, wenn der gegnerische Einheit innerhalb von 6 Zoll um so ein Wildhain ist ja, und diese Einheit zerstört ist, habt ihr es geschafft. Ja, also das wird mit Sicherheit irgendwann mal passieren, weil ihr ja genug von den Bäumen pflanzen könnt. Ja, und wenn ihr irgendwo mal schafft, einen Gegner zu töten, ihr auch innerhalb von 6 Zoll, vielleicht gerade durch dieses, sag mal, Teleporten, ja, machbar. Also da ganz schön gibt es wieder ne, eigene strategische. Ja. Das eine, wie gesagt, finde ich ein bisschen optimistisch. Bei den taktischen, ja, ne, also das eine mit dem Monster könnt ihr natürlich auch nicht abschließen, wenn der Gegner kein Monster hat. Auch als taktisches nicht, das heißt, die Option fällt euch schon weg. Aber ihr seid ja nicht darauf fokussiert, dass ihr die nehmen müsst, die sind ja außer Auswahl. Nur bei dem strategischen, wenn ihr euch das aussucht, ambitioniert. Ja, sprechen wir so ein bisschen über ein paar Modelle. Wie gesagt, ich gehe nicht auf jedes einzelne ein, aber so ein paar Highlights aus meiner Sicht. Also was optisch, finde ich, ein Mega-Ding ist, ist Alariel, die Immerkönigin, ne, Alariel Everqueen. Das Modell selber ganz gut, aber ich finde es tatsächlich gar nicht so over the top, wie man für die Punkte erwarten könnte. Ich glaube, 800 Punkte. 840 Punkte. Ja, auch die wird schwer zu vernichten sein und die kann auch eine Einheit generieren, das ist natürlich ganz nett. Aber ich finde jetzt den Käfer, den sie reitet, der macht jetzt nicht super mega Schaden. Also der hat zwar 5 Schaden, den er macht, bei 4 Attacken, aber auch nur im obersten Profil und dann geht das relativ schnell auch runter. Ja. Ist jetzt nicht übermächtig, sagen wir es mal so, für 840 Punkte, wenn ich jetzt überlege, ich glaube Kragnos oder so, der kostet ähnlich viele Punkte, der wirkt für mich jetzt deutlich stärker im Vergleich. Aber optisch ist das natürlich ein super Modell, flufftechnisch geil, ne? Also kann man erstmal nichts sagen. Es ist ein gutes Modell, kann halt auch zaubern, 3 Zauber und Bann,
Das ist ja auch nicht so häufig bei Battletoads, bei den Age of Sigmar Modellen oder Zauberern. Ja. Und wacht nochmal so ein bisschen, aber wie gesagt, hauptsächlich Zauber ein bisschen Einheiten generieren. Ja, ganz neu ist ja diese Herrin der Ranken mit den ganz vielen Armen. Boah, ist okay, hat so ein paar nette Nebeneffekte, hat. Also ich hätte jetzt mit mehr Attacken tatsächlich gerechnet, wenn die doch so viele Arme hat. Der kommt auf 7 Attacken mit 2 Waffen, jeweils mit Wucht 1 nur, fand ich jetzt überschaubar. Was cool ist, die hat 10 Leben. Dafür kostet die aber auch irgendwie 200, 300 Punkte. Da finde ich persönlich die Drücker besser, auch wenn die jetzt nicht so heftige Attacken hat, aber dadurch, dass sie einfach 10 hat, Fernkampf und Nahkampf und ihr pro Schlachtbeginn oder pro Runde immer noch entscheiden könnt, will ich die jetzt, ich sag mal, Fernkampf- oder Nahkampftypisch spielen. Das heißt dann immer hier, ob die wütend ist oder ob die, ist sie sonst verbittert, ja, also tolle Eigenschaften, hat die entweder doppelte Attacke im Fernkampf oder im Nahkampf mit den einen. So ein Modell mit 20 Fernkampfattacken auf die 3 ist okay, selbst wenn es dann nur minus 1 Wucht und 1 Schaden macht. Das ist zum Beispiel ein Modell, das ich bei mir mit als Verbündete aufnehmen würde. Ja, hier der Flöten-Yogi, Kriegslied, Waldgeist, ist ja letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen als neues Modell. Ja, der hat erstaunlich viele Attacken, also der hat mehr Attacken als die Tante mit den vielen Armen. Hat auch einen Retter von 4, das ist ganz cool. Und wafft so ein bisschen Zauber, weil da kriegt er plus 1, wenn der wieder, ne? Innerhalb von einem Waldstück ist, also ihr seht, es dreht sich immer um diese Waldstücke. Aber hat halt auch nur Schuss 5 selber. Da ist natürlich Retter 4 cool. So. Also hat mich noch nicht so ganz begeistert. Ne, dieser höhere Waldgeist mit den Flügeln ist als, jetzt haben wir erstmal einen Zauber, Nicht-Zauber, ganz cool, ja, wenn er den als Held aufwählt. Der kostet auch nicht so viele Punkte. Ne? Also das finde ich ist vom Balancing her gut. Das ist jetzt auch nicht der Oberkiller, aber das ist, ich sag mal, ein solider Held. Punkt. Was natürlich cool sind, sind die großen Baumjungs. Ja, da gibt es ja 3 Varianten. Sag mal, der zaubert, der mit dem Schwert draufhaut und der mit den Ranken. Der mit den Ranken, naja, würde ich sagen, das ist so wieder so ein Mix aus mehreren Sachen, wo ich sage, ja, in Summe überzeugt er mich aber in keinem. Ja, der Zaubererbaumfürst ist ganz cool, allein weil er halt zaubern kann und trotzdem noch natürlich sehr massiv auszahlt. Und der mit dem Schwert ist natürlich wirklich übel als Gegner. Ja, macht Schaden 6. Die können auch nochmal trampeln und so weiter. Also nicht so schlecht. Ja. Hat sogar eine Schussattacke. Mal gerade, ne? 6 Schuss am Anfang, also im obersten Profil. Und ein Schwert. Also die sind cool. Schutz in Leben, 3er Schutz. Ja, wenn ihr jetzt überlegt, ist in der Nähe vom Wald, wird nochmal geheilt, wird vielleicht durch einen Zauberer geheilt. Wirklich, ein wirkliches Ärgernis für den Gegner. Kostet aber, glaube ich, 300, 400 Punkte. Also auch nicht wenig. Ihr Standards, ab der originär halt die kleinen Dryaden oder diese Waldgeister, da gibt es ja 2 Varianten. Mit verschiedenen Unterfraktionen schaltet der Seite ja nochmal andere Sachen als Linientruppen frei. Ich muss jetzt mal gucken, ich glaube sogar auch diese neuen Flieger, diese Seidenschwingenschützen, wie sie heißen, die so ein bisschen aussehen wie so verkappte Feen, die finde ich tatsächlich jetzt gar nicht so gut. Die haben 2 Leben und 12 zur Bewegung und fliegen, das ist super, um mal irgendwo schnell zu einem Spot zu kommen, aber der Bogen kann jetzt nicht viel, im Nahkampf können die nicht so viel, also ich finde sie jetzt nicht so super. Und auch bei den Käferreitern, da gibt es ja 2 Varianten sogar, die unterscheiden sich nur sehr, sehr minimal. Die einen haben eine Lanze, die anderen haben, ich sag mal, ein Säbel und ein Schild. Also die Schild haben sie beide, aber ein Säbel. Die mit dem Säbel sind ein bisschen besser, weil da kann man auch getötete Modelle unter Umständen zurückkehren lassen. Das finde ich ganz gut. Ne? Nochmal gepaart mit 12 Zoll Bewegung und 5 Wunden. Die kosten natürlich auch entsprechend mehr. Aber von den beiden, oder insgesamt, ich sag mal, von diesen 3 neuen Fliegenden, finde ich die noch am besten, also diese Sucher-Waldgeister. Optisch finde ich die nicht so super. Also ich glaube, da scheiden sich die Geister. Die Idee auf fliegenden Käfern ist ja ganz nett, aber irgendwie finde ich die optisch nicht so gelungen. Weiß ich nicht. Holt mich nicht ab.
Ja, was ich gut finde, genau, sind diese Kurnen und Jäger. Ja, die sind ja auch echt massiv. Mit Schutz 3, 5 Wunden, ja, und einmal mit einem langen Bogen, der 30 Zoll hat. Das ist schon eine enorme Reichweite in AOS. Braucht ihr nicht immer bei den Spielfeldern, aber wenn ihr bedenkt, dass ihr euch ja auch definitiv nochmal aus der Gefahrenzone rausbewegen könnt, vielleicht mit so einem Salt. Und, fällt mir gerade da ein, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die Wälder beeinträchtigen für Silvernet nicht die Sicht. Also ihr könnt durch so einen Wald durchgucken, der Gegner nicht. Ja, also theoretisch, ihr umstellt den Gegner mit diesen Wäldern, ihr könnt da schön durchschießen, wie durch so ein, weiß ich, Stargate, der Gegner aber nicht. Ja. Und der Gegner kann sogar noch Schaden erleiden, unter Umständen, bei den Wäldern. Wenn der Nagel noch dran steht und so weiter. Auch nochmal verbesserungsfähig durch Zauber und Eigenschaften. Aber wie gesagt, es dreht sich alles um diese Wälder. Ihr müsst mit diesen Wäldern spielen. Ja, ihr müsst ein bisschen gucken, wie das Gelände ja, euch das ermöglicht. Aber eins könnt ihr auf jeden Fall stellen, und das würde auch möglich sein. Und drei überwucherte Geländestücke, also die könnt ihr auch nehmen, quasi okkupieren für euren Zweck. Also vier habt ihr ja schon mal safe. Ja, wie gesagt, diese Jäger, Kurnotjäger gibt es in drei Varianten, mit Sense, mit Schwert und mit Bogen. Bogen ist super, weil hat 30 Zoll Reichweite. Und das Schwert ist auch, finde ich, solide. Es hat jetzt zwar nur Wucht minus 1, aber 2 Schaden und 4 Attacken, das finde ich gut. Ja, und die Sense hat zwar eine Attacke weniger, aber die hat einen Rank von minus 3. Das finde ich ist eine Bank, weil das ist sehr selten. Also minus 1 ist, glaube ich, so ein Großteil. Minus 2 kommt auch schon mal vor, minus 3. Ist schon eine Aussage. Und die haben auch nochmal dieses Zertrampeln, was ich gerade schon mal fälschlicherweise den großen Bäumen zugeordnet habe. Auch da nochmal eine zusätzliche Attacke machen könnt. Was sie aber, glaube ich, nicht mehr haben, das hatten, glaube ich, die Bogenschützen vorher, ist, dass sie sich verwurzeln. Dann konnten die irgendwie nur 1 Zoll nachrücken statt 3. Aber dafür konnten die, ich glaube, Trefferwürfe von 1 oder so wieder 100 Trefferwürfe insgesamt. Also das war schon eine echt gute Regel für die. Weil die jetzt ja eh nicht für den Nahkampf unbedingt prädestiniert sind. Das haben die nicht mehr. Aber die haben zum Beispiel auch noch alle Gesandte der Immerkönigin. Das bringt. Und das bringt ihnen zum Beispiel, dass es immer so gilt, als ob. Genau, als ob es vollständig in überwuchertem Gelände ist, wenn ihr dann von 6 Zoll seid. Genau, dann gibt es diese Waldgeister, wie die jetzt heißen. Das sind ja auch Linientruppen, da gibt es ja diese zwei Varianten. Ja, weiß ich, ich weiß nicht, wie sie unterscheiden, also die haben halt unterschiedliche Namen, wehrhaft. Die einen sind für mich immer die noch mit Haaren, der andere sind die Kahlkörper. Ja, so hier. Ja. Und die Kahlköpfe finde ich einen Ticken besser. Die haben nämlich, also vom Profil her sind die identisch. Die haben 3 Attacken, ja. Die anderen haben nur 2 Attacken, die anderen machen minus 1 Rent, das ist der einzige Mehrwert. Aber die Waldgeister haben 3 Attacken, auf die 3, kein Rent, nur 1 Schaden, aber eine unmodifizierte 6 ist direkt eine tödliche. Nicht zusätzlich stattdessen, aber eine tödliche. Und das finde ich besser, weil bei 3 ist natürlich dann die Wahrscheinlichkeit, also 3 mit dem Faktor der Einheit, ja, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass da mal eine 6 bei ist. Und bei einem Trefferwurf schon, das finde ich gut. Muss man verwundet auch auf die 3. Ja, dann gibt es hier diese aus, ich weiß gar nicht, ob es aus Underworld ist oder aus Beastgrave, diese Einheit. Wie auch in anderen Battletoms, ich finde die nicht so stark, weil das ist immer so aus dem anderen Spielsystem, da sind sie vielleicht gut, ja, weil viele verschiedene Aspekte verknüpft sind. Hier ist das Problem, ihr kauft die als Einheit. Das heißt, dann habt ihr irgendwie einen mit einer Fernkampfwaffe, einen mit einer Nahkampfwaffe, einen, der ein bisschen zaubert, aber halt so als Truppe gekauft. Sind ja halt nicht so effizient, als wenn er sagt, ich kaufe mir jetzt eine Einheit Bogenschützen, ich kaufe mir einen Zauberer für die Punkte. Ne? Deswegen bin ich da kein Fan von. Ja, und dann gibt es ja noch die Zauberer, also die Endless Spells. Da fand ich eigentlich 2 sehr stark. Der Waldwurm, wie auch immer, ist eigentlich ganz nett, ne? Weil das auch so ein Räuberischer ist, der durch die Gegend fliegt und dann Schaden macht. Beziehungsweise der hat auch wieder den Vorteil, er kann heilen. Also auch da wieder ein Aspekt, wie ihr eure Einheiten am Leben haltet. Und was eigentlich noch, was man sich noch stärker ist, ist dieser rachsüchtige Schädelweide, also dieser Baum, ja, der ist wahrscheinlich nicht mehr glücklich mit seinem Dasein. Der macht nämlich Schaden,
wenn er über Einheiten drüber fliegt. Und da können es dann auch mehrere Einheiten sein. Ja, und zwar W3, tödliche Verwundung. Oder W6, wenn sich wieder die gegnerische Einheit um so einen Wald befindet, in Alpha 6 Zoll. Was sehr schnell passieren kann. Und für Silverlit-Einheiten gibt es W3 fliehende Modelle zurück. Wenn die einen Kampfschock-Test verloren haben und innerhalb des Baums sind. Also wenn ihr irgendwo einen Nahkampf habt, ne, kann die weiter darüber fliegen, dann kriegt der Gegner Schaden und wenn ihr den Kampfschock-Test verliert, kommen sogar noch Modelle zurück, wenn welche geflohen sind. Also das finde ich ist ein definitiv cooler Endless-Spell. Dabei habe ich auch schon gegen gespielt, der war sehr unangenehm. Ja, und dann ist hier nochmal der Wildhain nochmal klar erklärt, das Fraktionsgeländestück auch wieder von der Größe her einzurichten ist, weil das ist schon platztechnisch schon ein bisschen mehr. Ja. Genau, steht nochmal mit keine Sichtlinie. Das bringt noch was in der Angriffsphase. Guck jetzt gerade nochmal. Und hier ist das auch nochmal mit den Tödlichen, genau. Wenn am Ende der Angriffsphase, wenn eine Einheit kommt ohne das Schlüsselwort Silvernet innerhalb von 1-2 um den Wildhain, weil ihr zum Beispiel drin steht und der Gegner durch angreifen, wird ein W6 gewürfelt und bei einer 6 erleidet die gegnerische Einheit W3 tödlich. Und wenn ein Zauberer in dem Wald ist, also ne, ihr habt euren Zauberer und der wird angegriffen, dann ist es sogar auf die 4 plus, dann gibt es nämlich 2 da drauf. Also diese Bäume sind echt ein Ding, glaube ich, kann man jetzt so gesamtheitlich zusammenfassen. Silvernet, coole Fraktion, ich glaube, die war vorher auch schon stark. Ich glaube, der Battleturm hat hier nochmal ein bisschen angehoben. Ja? Die Bedeutung des Geländes nochmal hervorgehoben. Das muss man einfach mit integrieren. Ja? Also da sind die Einheiten sind schon ganz solide. Manche halt nicht so super, ja? Weil man muss ja nicht alles spielen. Aber ich glaube, mit den Bäumen, mit den überwucherten Geländestücken, wo ihr wirklich neutrale Sachen für euch okkupieren könnt oder stempeln könnt, ist das schon eine Hausnummer. Also da bin ich echt gespannt. Ich würde auch mal gerne gegen Silvernet spielen nach den neuen Regeln. Vielleicht findet sich ja jemand, der da Lust und Laune hat. Insgesamt das Buch wieder, ich sag mal, im ordentlichen, guten Layout. Ist natürlich auch jetzt echt nicht mehr günstig. Ne? 42,50 € mit dem Code. Klar, den kann man weiterverkaufen, wenn man den nicht braucht. Aber ja, für so einen Battleturm, der wieder eine Halbwertszeit hat von 2-3 Jahren, ist das eine Ansage. Ja. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich habe versucht, nicht so in die Länge zu ziehen. Schreibt mir gerne auch in den Kommentar, was euch gefehlt hat oder was ihr noch wissen wollt. Wie gesagt, ich spiele gerne gegen jemanden mit Silvernet aus der Nähe. Sagt Bescheid. Wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt mir gerne bei Instagram. Da seht ihr auch schon mal das eine Modell, was ich für meine Seraphon als Alliierte gebaut habe, ist die Drücker. Guckt es euch an, gefällt mir sehr gut. Ja, lasst mir gerne ein Abo, ein Like da. Kommentiert, folgt mir, wenn es eh noch nicht tut. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und sage bis bald. Euer Troll. Ciao.